Hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Folge Nerd Over News. Und zwar heute mit den Themen: Nintendo NX wird ausgeliefert, die ersten Entwickler kriegen die Konsole, der DFB bescheißt auch bei der WM 2006 und die meistverdienenden YouTuber auf YouTube. Herzlich willkommen zu dieser 200. Ausgabe der Nerd News. Letztes Jahr im November hatten wir noch 1000 Abonnenten und jetzt gehen wir mit Projekt 40k auf die 40.000 Abonnenten zu. Ich will mich nochmal bei euch bedanken, denn YouTube ist ein sehr großer Teil meines Lebens geworden und jetzt kann ich davon sogar teilweise schon leben. Zwar noch nicht die Miete bezahlen, aber nur durch euch ist es möglich geworden, dass ich hier noch mehr Arbeit reinstecken kann. Und deshalb gibt es heute eine extra lange Nerd News, auch mit Themen, die sonst nicht so oft vorkommen in der Nerd News. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben. Vielen Dank nochmal. Let's go! Starten wir doch erstmal in der Hardware-Ecke, das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und zwar ist Intel offenbar gezwungen, nächstes Jahr in der nächsten Iteration des Intel Core i7 einen 8-Kerner zu bringen. AMD hat ja dieses Jahr mit den Ryzen-Prozessoren vorgelegt und das momentan zu sehr bezahlbaren Preisen. Teilweise unter 300 Euro bekommt ihr schon den 8-Kerner 1700X und fast nur 200 Euro kostet der normale 1700 und das ist eine echte Kampfansage. Intel ist also wirklich gezwungen, da jetzt was zu tun. Wie das nächstes Jahr aussehen wird, werden wir auf jeden Fall sehen, denn nächstes Jahr kommen schon die Ryzen 2 Prozessoren und da soll es dank der neuen Nanometer-Struktur, also 12 Nanometer sollen es dann sein, möglich sein, 16 Kerne auf eine normale CPU zu packen. Das heißt, auch die Consumer-CPUs für einen relativ günstigen Preis könnten dann 16 Kerne haben. Intel kommt langsam ganz schön ins Schwitzen. Gleich mal ein kleiner Hinweis, Humble Bundle haut derzeit wieder ein Spiel raus. Und zwar gibt es derzeit XCOM Bureau Declassified umsonst. Bis morgen 19 Uhr, das heißt 2. Dezember, könnt ihr das noch runterladen. Alle warten ja so ein bisschen auf die Bestätigung, dass Dragon Ball FighterZ auch für die Nintendo Switch erscheint. Das könnte jetzt bald sogar schon soweit sein. Denn am 12. Dezember wird Bandai Namco eine neue Präsentation vorführen, wo 5 neue Titel vorgeführt werden. Da hieß es jetzt allerdings nicht, ob das komplett neue IPs sind, beziehungsweise komplett neue Spiele, sondern es könnte durchaus auch der Port für die Switch dabei sein. Auf jeden Fall würde es sich lohnen, denn Nintendo ist jetzt knapp vor den 10 Millionen Verkäufen der Konsole. Es geht mal wieder um das Thema EA und Battlefront 2 und da gibt es ja teilweise positive Meldungen, aber großteils halt negative Meldungen und jetzt hat sich EA dazu nochmal geäußert, denn man hält an den Plänen fest und bringt die Microtransactions bald wieder zurück. Was das heißen wird, wissen wir noch nicht genau, ob da was überarbeitet wurde oder ob alles beim Alten bleibt. Jedenfalls hat EA eine ganz schöne Schelle kassiert, denn an der Börse ist der Wert um 3 Milliarden Dollar gesunken und das alleine wegen Battlefront 2. EA hält trotzdem, wie gesagt, an den Microtransactions fest und sagt noch dazu, dass Battlefront 2 eins der besten Spiele ist, die sie je gemacht haben. Ich finde das Spiel ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Auch der Multiplayer ist nicht schlecht, wenn diese ganze Thematik das nicht überschatten würde. Jedenfalls kann man sagen, dass das öffentliche Interesse, was auch über die Gaming-Szene hinausging, Auswirkungen gezeigt hat, denn EA wurde auch abgestraft, weil die Verkäufe am Black Friday so schlecht waren. Trotzdem dominieren sie momentan mal wieder die Game Charts. Die Frage ist natürlich, wie lange. Momentan muss man echt die Augen offen halten. Seit dem Release der Xbox One X ist die Xbox One S mega günstig zu haben. So hat Saturn momentan ein Angebot für 159 Euro die Xbox One S in der 500 GB Version mit Forza 7. Und das ist echt nicht schlecht dafür, was das Ding kann. Nehmen wir alleine mal den 4K Blu-ray Player, die kosten meistens mindestens genauso viel. Und dafür ist das schon nicht schlecht. Wenn ich mir noch eine Konsole hier reinstellen wollen würde, ich glaube, die Xbox One S könnte es durchaus sein. Die Shadow of Colossus Remake-Macher Bluepoint haben sich nochmal zu dem Spiel geäußert und zeigen vor allem die grafischen Verbesserungen. Warum man das grafische Verbesserung nennt, ist mir nicht so ganz klar, denn das Spiel wird auf einer komplett neuen Engine hergestellt. Schönerweise erscheint dieses Meisterwerk schon am 8. Februar 2018 und sollte auf jeden Fall auf der Liste stehen. Denn diese ungewöhnlichen Spiele, das finde ich, machen heutzutage die Spieleindustrie aus und nicht unbedingt die jährlichen Call of Duty. Die PlayStation Experience startet bald und Sony hat ja schon angekündigt, dass es auf jeden Fall einige sehr interessante Titel geben wird.
Wenn es was wahnsinnig Interessantes gibt, wird es natürlich auch hier in den News vorkommen. Allerdings hat man jetzt einen neuen Showreel angekündigt, und zwar mit den The Last of Us 2 Entwicklern. Die werden interviewt zu ihrem neuen Meisterwerk. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein Meisterwerk wird, weil Naughty Dog... Naja, ihr wisst Bescheid. Leider ist das für unsere Zeitzone nicht ganz praktisch, denn das Ding findet am Sonntag, den 10. um 3 Uhr morgens statt. Ich hoffe, dass ihr gut geschlafen habt. Vielleicht streamen wir es ja sogar live. Mal schauen. Letzte Short News in der 199 haben wir noch drüber gesprochen. Könnte es eventuell Super Mario Cerealien geben? Und ja, sie werden kommen. Kellogg's hat das jetzt offiziell bestätigt und mittlerweile gibt es auch einen Packshot der Rückseite. Ab dem 11. Dezember dürfen leider exklusiv die Amerikaner darauf zugreifen. Ich versuche mal so ein Exemplar zu ergattern und hoffe, dass ihr Interesse daran habt. Mich würde es auf jeden Fall mal wahnsinnig interessieren. So kommt die Verpackung im reinen Super Mario Odyssey Design daher und bringt natürlich eine Amiibo. Jetzt kommen schon die ersten Gerüchte. Verkauft Nintendo jetzt etwa auch Lootboxen? Denn die Dinger kosten ja so um die 4 Dollar. Wer weiß. Allerdings hat man mal wieder was in der Hand. Auch in der letzten News habe ich euch über das Release-Datum von Yooka-Laylee am 14. Dezember berichtet. Und jetzt macht Playtonic eine wahnsinnig interessante Aktion. Zumindest finde ich sie wahnsinnig interessant, denn man stellt tatsächlich nochmal ein Nintendo 64-Modul her. Ob da jetzt Software drauf ist oder nicht, das weiß man bis zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau. Allerdings bekommt ihr eine Original-Cartridge, einen Original-Karton in Originalgröße und eine Anleitung dazu. Leider nur für Leute, die auf Twitter den Tweet retweeten. Ihr müsst Playtonic followen und dann müsst ihr nur noch einer der drei Glücklichen sein, die diese Cartridge abbekommen. Das Ding wird mal richtig viel Geld wert sein. Nintendo hat es wieder geschafft, nach dem Flop der Wii U. Und ja, es ist leider verkaufszahlentechnisch ein Flop, denn die Switch hat die Wii U bald schon eingeholt. Ist man sich nun einig, Nintendo ist wieder die reichste Firma Japans. Hier geht man vor allem vom Bargeldvermögen der Firma aus und nicht von Aktien. Und das beträgt momentan 7,12 Milliarden Dollar. Und das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Wenn man die Aktien noch dazu berechnet, dann schätzt man aktuell zwischen 12 und 15 Milliarden, die Nintendo zur Verfügung stehen. Und das ist schon ein wahnsinnig hoher Wert. Herzlichen Glückwunsch, Nintendo. Eure Strategie ist aufgegangen. Ihr habt sehr viele Leute begeistert und ich hoffe, ihr werdet es auch noch die nächsten Jahre tun. Nächstes Jahr sollte auf jeden Fall weiterhin interessant bleiben. Aber das könnte es durchaus sein, denn offensichtlich erwartet uns im Januar schon die nächste Nintendo Direct. So zumindest der Reddit-User OldSoul2. Denn der hat sich wohl irgendwie in einen Verteiler, in einen internen Verteiler von EA einklinken können und hat eine interne E-Mail abgefangen, wo diverse Details ausgesprochen wurden. Zum Beispiel, dass FE, also Fee oder Fee oder wie das Spiel auch immer heißt, am 18. Februar 2018 erscheinen wird. Allerdings gibt es noch ein interessantes Detail, denn A Way Out. Das Spiel, was auf der E3 vorgestellt wurde und was mal wieder den Singleplayer trotz Splitscreen bedienen soll, also den gemeinsamen Multiplayer sozusagen vor einem Fernseher. Das soll offensichtlich auch für die Nintendo Switch erscheinen. Allerdings gibt es noch eine andere Ankündigung. A Way Out wird wahrscheinlich nicht mehr 2018 erscheinen, sondern leider erst 2019. Ab heute ist das neue Xenoblade im Handel verfügbar und sahnt Traumwertungen ab. Im Schnitt zwischen 8,5 und 9,0 Punkten. Monolith Soft hat sich nun dazu geäußert, dass man allerdings auch Xenoblade X eventuell nochmal auf die Nintendo Switch zurückbringen will. Und Reggie hat sich ja auch vor kurzem darüber geäußert, dass man die Spiele bringen kann, aber dann nur in einer perfekten Version. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch sehr spannend für die Nintendo Switch werden. Meines Erachtens nach könnten sowieso noch ein paar Remaster-Versionen kommen von Zelda Wind Waker, Zelda Twilight Princess, vielleicht auch die beiden 3DS-Teile Majora's Mask und Ocarina of Time in 1080p und 60 Frames. Ich wäre auf jeden Fall dabei, denn die Dinger kann man ja auch wieder unterwegs spielen. Dann gibt es noch eine andere schöne Meldung. Der Produzent Katsuhiro Harada hat sich nun über eine Portierung auf die Nintendo Switch geäußert, und zwar für Tekken 7. Man überlege gerade im Unternehmen, ob es möglich wäre und wie man es umsetzen will. Allerdings gibt es jetzt noch keine Entwicklung dazu, das heißt, da sitzt noch keiner dran. Was würdet ihr davon halten? Mal wieder ein Beat'em Up auf der Nintendo Switch? Wenn es nicht gerade Smash Bros. Ist, ist doch Tekken eine gute Alternative.
Mario und Rabbids kamen ja sehr gut an bei den Leuten und Ubisoft will nun weitere Details wissen und fragt im Reddit-Forum nach Feedback. Denn das Spiel hat sich wohl vernünftig verkauft und ich fand es auch sehr witzig. Ich denke mal, das spielen wir nach dem großen Super Mario 64 Run gegen Blue X2, der übrigens im Laufe Mitte Dezember stattfinden wird im Livestream, dann auch mal wieder weiter. Ob es hier um DLC-Pläne geht, weiß ich noch nicht so richtig. Warum nicht? Das Spiel hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Animal Crossing Pocket Camp scheint sich für Nintendo zu einem Erfolg zu entwickeln, denn das Spiel hat momentan schon 10 Millionen Dollar eingenommen. Das ist nicht so viel wie zum Beispiel Super Mario Run, was momentan bei 24 Millionen Dollar liegt, oder auch Fire Emblem bei 33 Millionen Dollar. Viel interessanter finde ich allerdings die Statistik, die da aufgezeigt wird, denn so ein großer Flop scheint der Super Mario Run im Vergleich doch nicht zu sein. Oder sieht das Nintendo vielleicht an der Figur Mario, dass die vielleicht erfolgreicher sein müsste? Was würdet ihr dazu sagen? Am 4.12. wird es seitens Capcom einen Mega Man Stream geben und da sagt Capcom, den solltet ihr nicht verpassen. Offensichtlich scheint man einen neuen Teil zu planen. Und das Interessante dabei, Nintendo hat das ganze Ding retweetet. Also das heißt, Nintendo bestätigt indirekt, dass da eventuell sogar was für die Switch kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ein neuer Mega Man Teil wäre ja auf jeden Fall sehr nice. Und noch eine kleine Erfolgsgeschichte für die Nintendo Switch. Monster Hunter Double Cross verkauft sich in Japan viel besser, als es Capcom je erwartet hätte. Das heißt, auch in Zukunft können wir wohl von Capcom mit weiteren Spielen für die Nintendo Switch rechnen. Es kam überraschend, die Videoplattform, die vor kurzem noch als große Konkurrenz für YouTube gilt, schließt jetzt die Pforten. Ja, richtig gehört, VidMe wird am 15. Dezember abgeschaltet. Der Entwickler hat sich in seinem Blog dazu schon geäußert und hat gesagt, dass das keinen Sinn macht, denn die großen Unternehmen haben eine Marktmacht, gegen die man nicht ankommen kann. Ich habe in der Zeit, wo ich ein paar Videos auf VidMe hochgeladen habe, trotz voller Monetarisierung keinen einzigen Cent gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass auch die Werbetreibenden da nicht wirklich angezogen werden. Schade, dass es immer noch keine Konkurrenz für YouTube gibt, denn da gibt es so einige Sachen, die auf jeden Fall verbessert werden könnten und das machen die meisten Unternehmen halt nur, wenn sie wirklich Konkurrenten haben, die zeigen, wie es anders geht. Und ja, das war die Nerd News 200. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wer sich jetzt wundert, was ist denn Projekt 40k? Wir wollen versuchen, dieses Jahr noch 40.000 Abonnenten zusammenzubekommen und das wäre ein großes Weihnachtsgeschenk für mich. Wie das geht? Einfach den Daumen nach oben da lassen. Umso mehr Likes, umso sichtbarer wird dieses Video. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch viel Spaß gemacht hat. Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, an alle, die mich seit Monaten und sogar Jahren begleiten. Ich bin sehr stolz darauf, was wir hier geschafft haben. Eine tolle Community. Und jetzt sage ich einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao.